Was geht, Leute? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wie findest du meine neue Anmoderation? Unangenehm. Absolut richtig. Leute, es wird mal wieder, es wird mal wieder sehr, 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 sehr unangenehm, denn wir machen heute mal wieder eine YouTube-Reaction mit der Wi-Fi-HD. Und dieses Mal, Lukas, habe ich folgende Challenge. Wer lacht, muss seine eigenen Fußnägel essen. Übel nice, no joke. Es wird mal wieder wild. Wir haben uns beide eine Schale von Fußnägeln vorbereitet, nehme ich an. Digga, keiner hat sich irgendwas ins Maul. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, eine Nicht-Lachen-Challenge, let's go. Monte kocht seinen legendären Opa-Auflauf, aka Montana Billig, ist bei Stern.TV. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. Lukas denkt dann, wer lacht, einen Fußnagel. 3, 2, 1 und los. Oh, dieses Intro, Digga, da kriege ich immer das Erektion. Real Talk, das waren aber einfach OG-Zeiten. So. Das ist aber irgendwas da falsch. Irgendwas stimmt bei dem Intro nicht. Ja. Ich find's geil, muss ich sagen. So, endlich ist es soweit. Ja, wo ist es denn? Hier ist es soweit. Digga, Digga, der Wasserbeine-Boss. Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Video in alter Frische. Lang ist mein. Ja, guck mal, wie er sich aufstellt hier. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war die Scheiße. Und bevor das Video richtig startet. War das letzte Video auf seinem Kanal? Sei ehrlich. Perfekt, ja. Okay. Gib's doch mal ein bisschen Eigenwerbung. Real Talk, Digga, das Treppenhaus sieht irgendwie krass aus, ne? Ja, was ist das? Bei mir im Shop nicht verfügbar. Ah. Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut und in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut und in diesem Haus nochmal ein neues. Auf diese, wie heißt diese russischen Figuren? Diese. Boah, ich hatte mal, zieh mal aufmachen. Ja, 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 Haus in Haus in Haus in Haus in Haus, Starkmonte. Wir sind jetzt hier im Eins- und Eingangsbereich. Ah. Und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Zockerzimmer. Das ist nicht das Zockerzimmer. Ah, das stand vorher in meinem Aquarium. Die meisten Fische sind indirekte Beleuchtung. Einige Fische sind Fische im LED-Stil. Jungs, wie nennt man den Fußboden nochmal? Ja, mal. Da, das ist ein guter Halt, deine Fußboden, der ist sehr entspannt. Eine Garderobe, wo man den Breaker hinhängen kann, ist ja klar. Ah, hier hängt irgendwie eine LED-Lampe, wenn ich mit dem Fisch spaziere. Digga, Retox sieht richtig nice aus, ne? Im LED-Stil rein. Also die Treppen im selben Belag wie der Fußboden. Der Fußboden im selben Belag wie der Fußboden. Hier haben wir noch, muss ich auch sagen, bin ich nicht stolz drauf, der für vier verkaufte... Der vierte Platz für vier verkaufte Bücher, Digga. Gibt's den Spiegelbester der Platz 1, stark. Oh. Montana, Blackbücher vom Junkie zum Junkie-YouTuber. Zum Junkie, vom Junkie zum Junkie-YouTuber, auch geil. Meine sind's wesentlich mehr Bücher als vier. 7 oder 8, ich weiß nicht ganz genau. Nice, ansonsten, ja, das ist der beste Ofen. Agatha stellt hier alala rein, macht es auf Stufe 2. Und dann bleibt das Essen den ganzen Tag Fischfutter. Wir eine Garderobe für einen Haufen Scheiße. Und das ist natürlich jetzt das Highlight hier. Das ist das Wohnzimmer. Darf ich vorstellen? Mein 4,30 Meter lang, insgesamt 5 Tonnen schwer. Das ist ein fetter Schwanz, Digga. Und ein Riesending. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Yo, Digga. Da mussten wir wohl gerade was wegschneiden. Kennt ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt? Oha, oh, hier ist ja voll der Tisch. Alle werden hier zusammen am zweiten Weihnachten. Es ist erstmal aufgefallen, dass da ein Tisch steht. Ganztag mit mir sitzen und Oma und Opa essen. Schisch. Was? Was will denn Weihnachten machen? Sein Oma und Opa essen? Ja. Ich werde meinen legendären Opa-Auflauf kochen. Allah. Hätte das mal gedacht. Dann haben wir hier natürlich den XXL-Schnouch, ein XXL-Teppich, ein 8K-Scheiß-Mich-Tot-Samson-Fernseher, Digga. Dieser Samson aus der Sesamstraße gerade, hast du gesehen? Und über den So, Schlingel. Moin, meine Fußfreunde und herzlich willkommen. Ah ja, meine Fußfreunde. Zum 100.000. Teil meines Hausvideos. Und ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, es geht nach oben, also sind wir. Fly. Ich hoffe, euch geht's nicht schlecht. Hier haben sich Bud Spencer und Jizzes, den ich selten beglücke, mit ausgetobt. In seinem Obergeschoss haben sich Bud Spencer und Jizzes mit ausgestobt. Wild, wild mit wild. Ist natürlich eine Geschmackssache, das ist klar. Ja. Das ist hier. Perfekt. Gelebenes Toilettenwasser. Perfekt. Ah. Weiß gar nicht, was ist hier drin? Ja, Zahnpasta, Deo, Duschpapier, Nasenhaarbürste, Zahnsocke, Rasier.
eine Socke für die Zähne, Digga. Start mit dem. Deo. Und ich glaube hier. Papier, Trimmer, Handpasta, Fusselstocher. Komplett verwirrt der Arme. Er lernt im Grunde auf der Etage. Er lernt vor einer auf der Etage. Wirklich zum Highlight. Leon, Junge. Bist du bereit? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Nee. Achso, das war's. Mein Plan ist dann, mit dem Breaker rauszureißen. Aua! Hä, dann ist rum. Nee, wir kennen's doch alle. Normalerweise denken wir, dass das Gras eine harmlose Pflanze ist. Aber in meiner Kindheit, wir haben oft den Gras in Zigarette getan. Digga, wer kennt's nicht aus der Kindheit, Mann? Rauchen Sie Brokkoli? Es ist natürlich, schmeckt besser und viel billiger. Ich schmecke viel Brokkoli, deshalb bin ich gesund. Mein Business ist eh nicht wie ein Business auf Grund. Als ob's lief gesund. Hey, hat das Wecker. Der Wecker, Digga. 100 vor der richtige. Kackstreifen im Arsch. Oh, Digga. Rasierschaum. Viele warten darum, Metall zu zeigen. Also, hier ist Alufolie. Wow, seht ihr das? Es ist Aluminium. Schaut nur, wie schön es ist. Ja. Im Internet haben wir ein Bild von Brokkoli unter dem Mikroskop gesehen. Und wir haben dieses Ding für euch gefunden. Es ist ein riesiger Kegel und es besteht aus tausenden kleinen Kegeln, auf denen hunderte Kegel sitzen. Mit ein paar dutzenden kleinen Kegeln, auf denen winzige Mikrokegel sitzen. Lass mich raten, das Ding besteht aus Kegeln. Auf denen hunderte. Selbst die gewöhnliche dunkle Traube kann unter Vergrößerung sehr. Mann, welcher schreibt mir jetzt bei Steam? Ungewöhnlich aussehen, obwohl wir nicht auf. Danke, Alter. Und hier kommen wir zum am meisten erwarteten Forschungsobjekt. Das ist der Same eines realen Menschen. Bitte? Wir wissen, wie man es nur in 5 Minuten macht. Und wir machen es überall. Auf der Straße, im Bett. Nein. Und selbst wenn wir einen Freund besuchen. Nein. Wir haben viel Energie gebraucht und jetzt. Warte mal, da stand gerade eine Homo, glaube ich. Ja, aber auf Russisch. Fabrik Joghurt produziert. Jetzt werden Sie sehen, wie der Same unter dem Mikroskop aussieht. Verdammt, wir haben alles aufgegessen. War sehr lecker. Oh. Und es riecht wie Knoblauchsoße. Oh. Davon haben viele Angst. Gerade von der Spritze, dass sie bei den Frankfurter Bahnhof gefunden haben. Dass ich bei dem Frankfurter Bahnhof gefunden habe. Hier haben wir meinen Urin unter dem Mikroskop betrachtet. Bitte? Den Zuschauern schrieben, dass es sich um eine Art Kristalle handelte. Und irgendwie habe ich das nicht ernst genommen. Ich dachte, ich habe einfach zu viel Kristall. Aber eines Abends, als ich ein Bad nahm, ich stieg in warme Badewanne und begann zu pissen. Dann dieser Schwamm dazu. Toilette gehen, aber beschloss einfach in Badewanne zu scheißen. Und jetzt stinkt die ganze Bude und am Ende. Was für eine Story! Ende haben wir ein Lifehack für Langeweile. Nimm eine Gabel und steck ihn in die Steckdose rein. Ja! Leute, bitte, versucht nachzudenken. Jetzt nehmen wir eine 12-Kaliber-Kugel und sehen, was ein Gewehr kann. Man muss es nur in den Mund stecken. Digga. Nehmt euch nicht zu Herzen, was Livki Show da sagt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, Leute. Wenn ihr kurz die Gabel holen. Na, ja gut, du kannst. Versuch's. Hey. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem arschgeilen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall meiner Mosel und den anderen Kanal aus. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir keinen mehr zu verlinken. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Beans.